Herzlich willkommen in MTB News. Mein Name ist Felix, ich komme von Fazur und wir zeigen euch heute mal unseren schönen Standort in Ottobrunn in der Nähe von München. Kommt mir einfach mal hinterher. Wir schauen uns an, wo das Evation Antriebssystem produziert wird, wer hinter der Firma steht und wie alles bei uns so angefangen hat und wie wir uns mittlerweile zu einem etablierten mittelständischen Unternehmen gemausert haben. Wem Fazur noch nichts sagt, wir haben ein E-Bike-Antriebssystem entwickelt, das sehr leicht ist, sehr schlank ist, super schön ins Unterrohr integriert werden kann. Und das Tolle, es entkoppelt vollständig bei über 25 km/h. Das heißt, sportive Fahrer, die schneller unterwegs sein wollen als 25 km/h, die können dort mit ihrer eigenen Muskelkraft fahren und werden dann nicht mehr vom System gebremst, wie man es vielleicht von anderen herkömmlichen Systemen kennt. Wenn wir uns kurz angeschaut haben, was wir hier machen, will ich euch ganz kurz vorstellen, wer hinter dem Antrieb steckt, wer es entwickelt hat und das Team, das sich immer darum kümmert, dass wir uns ständig weiterentwickeln und an Folgegenerationen arbeitet. Kommt mir einfach mal hinterher. Und hier ist unser Entwicklungsbüro. Hier sind unsere Ingenieure fleißig dabei, ständig neue Möglichkeiten zu finden, wie man das E-Bike fahren noch sportlicher, noch schöner, noch moderner gestalten kann, sodass es sich viel natürlicher anfühlt als mit allen anderen Systemen. Servus, mein Name ist Philipp. Ich habe die Firma 2013 mitgegründet und von Anfang an auch die Entwicklung mitbetreut. Da haben wir eigentlich zu zweit von den Gründern erstmal so die Gesamtpackaging-Entwicklung gemacht, viel noch entwickeln lassen, externe Motor entwickeln lassen, externe Batterie entwickeln lassen. Auch die Elektronik war am Anfang extern ausgesourced. Das haben wir aber inzwischen alles bei uns intern im Haus übernommen, haben da Kapazitäten aufgebaut, sind jetzt hier zu 8 in der reinen Produktentwicklung. Dann haben wir hier drüben die Elektronik, das Elektronikteam. Dann machen wir Hardwareentwicklung, Softwareentwicklung, das Ganze um die Fahrsoftware herum, auch natürlich die ganzen Schnittstellen zu unseren externen Entwicklungspartnern. Da wird viel mit Elektronik, einfach mit den Boards, mit Power Supplies, da stehen die ganzen Gerätschaften rum, da müssen die Jungs immer viel testen und viel ausprobieren. Ja, da passiert eigentlich so die ganze Magic mit der Antriebssoftware. Hier drüben haben wir ein zweites Entwicklungsteam. Das ist im Prinzip die interne Entwicklung. Da haben wir Entwicklung von Produktionsgeräten, End-of-Line-Testständen, auch Prüfsoftware. Wir haben halt eine Maske, die wir für alles verwenden, für alle Kommunikation mit dem Antrieb. Auch die benutzen wir auch in unseren End-of-Line-Prüfständen. Und hier ganz hinten noch zwei Testingenieure, die das Ganze auf Herz und Nieren prüfen. So, nachdem wir uns angeschaut haben, wie der Philipp hier unten werkelt, gehen wir direkt hoch zu unseren beiden Geschäftsführern und die beiden erzählen euch jetzt mal ein bisschen was über die Geschichte von Fazur und Hannes zeigt euch, wie das Antriebssystem hier im Haus bei uns in Ottobrunn produziert wird. So, jetzt stehen wir direkt vor dem Büro von Hannes, dem Erfinder und dem Gründer von Fazur. Wenn dieses Zeichen an ist, dann ist er gerade dabei zu tüfteln und erfindet gerade irgendwas Geniales und wir dürfen ihn eigentlich nicht stören. Ich klopfe jetzt einfach trotzdem mal, vielleicht hat er Zeit für uns. Hannes, hast du einen Moment? Ja. Hi, ich bin der Hannes, schön, dass ihr da seid. Ich will euch jetzt halt ganz kurz zeigen, was wir seit 2012, seit unserer Gründung oder seit der Erstentwicklung bis heute alles geschafft haben. Am besten zeige ich euch die Produktion, da sieht man schön, was wir uns bis hierher aufgebaut haben. Starten wollen wir heute mit der Warenannahme. Wir sehen hier die Eingangslogistik. Hier kommen unsere Teile aus überall von der Welt her. Sie werden erstmal von der Logistik von unseren Jungs angenommen und dann wird alles, was hier ins Gelände kommt, wird dann erstmal eingebucht. Das nimmt dann hier seinen Lauf. Hier sieht man die Gitti bei der Arbeit. Sie bucht ein und macht eine Vormontage. Hier sitzen auch unsere Produktionsleiter, die die Schicht leiten. Weiter geht es dann hier mit der Qualitätsprüfung. Da werden dann alle Teile strikt nach Prüfplan analysiert und sortiert. Und alles, was dann gut ist, kann hier dann ins
Lager eingelagert werden und geht von hier aus in die Produktion. Wir bekommen viele Teile hier aus Europa und Deutschland, vor allem die komplexeren Baugruppen wie Getriebe, Elektroniken. Ein ganz großer Teil von Kunststoffspritzgussteilen und Aluminiumdruckgussteilen kommen aber auch aus Fernost. Das macht für uns Sinn, dass wir hier mixen, da wir einfach unsere Qualität und unsere Kosten in einer Balance halten müssen. Gut, hier am Standort in Ottobrunn produzieren wir 4 Module. Was wir hier nicht machen, ist die Batterie, die wird komplett extern gefertigt und an unsere Kunden ausgeliefert. Hier an der Linie sehen wir die Montage, die Endmontage von unserem Antriebssystem. Hier wird im ersten Schritt wird unsere Motorgetriebeeinheit mit unseren Elektroniken verheiratet, um dann in einem zweiten Schritt ins Gehäuse eingefasst zu werden und dann fertig montiert. Ganz wichtig bei uns ist die Rückverfolgbarkeit. Unsere Einzelbauteile werden chargenweise oder sogar seriennummernweise in der Produktion eingescannt, um quasi über den kompletten Wertschöpfungsablauf eine Rückverfolgbarkeit vom Service bis hin wirklich zum Lieferanten gewährleisten zu können. Unser wichtigstes Sicherheitsfeature ist der 100% End-of-Line-Prüfstand. Da werden alle Antriebssysteme, hier jetzt in diesem Fall die Antriebspacks, zu 100% geprüft. Nur was wirklich 100% geprüft und auch bestanden hat, kann dann wirklich zum Verpacken und kann außer Haus gehen. Im End-of-Line-Prozess werden 2 Dinge geprüft. Einmal der Arbeitspunkt bei der maximalen Leistung und einmal der Arbeitspunkt beim maximalen Wirkungsgrad. Wenn diese 2 Arbeitspunkte unseren Kriterien entsprechen, wird alles freigegeben und kann dann zum Labeln und Verpacken. Hier ist das Produkt eigentlich schon fertig, ist zusammengebaut und zu 100% geprüft. Dann folgt der letzte Schritt, das ist die Beschriftung hier an unserem Beschriftungslaser, anschließende kurze Reinigung und dann Verpackung. Wenn dann alles fertig ist, dann sieht man hier einen wunderschönen nagelneuen Verzurantrieb, gelabelt und geputzt. Jetzt muss ich ihn leider hier wieder hinlegen, damit er nochmal abgewischt wird. Wir gehen weiter ins Endlager. Hier wird dann alles aus der Produktion vorgehalten. Das ist das Fertigteilelager und wann immer wir einen Kundenauftrag bekommen, gehen unsere Logistiker hierher, holen sich, was sie brauchen und bringen es dann vorne zum Verpacken und auf die Palette. Jetzt sind wir im Untergeschoss. Hier werden 2 Module zusammengeschraubt. Einmal das Tretlagergetriebe und einmal unser HMI. Eine ganz, ganz große Herausforderung in den letzten Monaten war, das Team wachsen zu lassen. Wir haben hier super coole, lässige Leute. Wir haben hier ESD-geschützte Bereiche. Liegt daran, dass unsere Elektronikkomponenten sehr sensibel reagieren auf Berührung und alle unsere Mitarbeiter haben ESD-Schutzkleidung. Und was wir auch haben, ist einen Körperscan, der die Ableitfähigkeit der Mitarbeiter checkt. Auch für mich gibt es keine Ausnahme. Testen, passieren und dann geht's rein. Ist deswegen sehr schön, weil wenn man dann ESD abgeleitet ist, kann man die Teile dann auch in die Hand nehmen und mal anschauen. Die Montage vom Tretlagergetriebe beginnt mit der Vorbereitung von Gehäuse und Sensorwelle. Hier kommen unsere Bauteile aus Asien. Das sind Aluminium-Druckgussteile und werden für die Montage vorbereitet. Wir sehen jetzt hier, wie der Montagemitarbeiter das Gehäuse vorbereitet. Da werden Ösen eingepresst, die dann später als Toleranzausgleich für die Rahmen dienen. Sowohl oben als auch unten sind die Linien ausgetaktet. Das heißt, jeder Arbeitsschritt ist bei etwa 2,5 Minuten. Und mit den Mitarbeitern, die wir jetzt hier haben, können wir pro Tag bis zu 200 Antriebssysteme bauen. Das sind im Jahr hochgerechnet etwa 30.000 Systeme. Der Standort hier in Ottobrunn, den haben wir geplant bis zu einer maximalen Kapazität von etwa 120.000 Systemen. Wenn das dann nicht mehr reicht, dann müssen wir schauen, hoffentlich bald, wo der nächste Standort gebaut wird. Jawohl. Und jetzt zum Abschluss. Unser historisches Startmoment. Unser erster Antrieb
beim Opa damals noch selber in der Werkstatt geschreinert. Ist schon alles drin. Antrieb im Motorrohr, wie man sieht, Batterie, Regler, Motor, alles da. So ging's los. Mittlerweile ist da ein schönes Industrieprodukt draus geworden. Vielen Dank, bis bald. Servus, ich bin der Michel. Ich bin für das Testing bei uns verantwortlich und das ist einer unserer Prüfstandsräume. Da können wir mal reingehen und ein bisschen schauen. Und wie ihr hier sehen könnt, wir haben verschiedene Dauerprüfstände. Da können wir verschiedene Dinge wie Dauerhaltbarkeit, verschiedene Anfahrszenarien, verschiedene Zyklen durchfahren. Während wir hier alle Dauerprüfstände haben und Dinge dauerhaft laufen, können wir hier drüben am E-Checker verschiedene Softwarestände testen. Wir können auch wieder verschiedene Anfahrszenarien, Dauerbelastungen, Peakbelastungen und sämtliche Dinge, die dann beim Kunden im Feld auftreten können, abtesten. Hier haben wir noch einen weiteren Teil unseres Testbereichs. Da geht's rund. Das ist unser sogenannter Shaker und da wird alles maximal belastet. Mechanisch so viel Belastung drauf, wie es nur irgendwie geht. Okay. Hi, servus, ich bin der Fabi, ich bin auch einer der Mitgründer, einer der Geschäftsführer und ich würde euch jetzt einfach mal hier kurz durch den trockenen Teil des Gebäudes hier führen. Hier stehen auch überall Fahrräder vielleicht, ganz wichtig, dass wir ein bisschen den Stil bei Fahrrädern mit reinbringen. Hier ein schönes Kunstwerk von der Claudia zusammen mit dem Fahrrad gestaltet, super schön. Die Projekte steuert so ein bisschen, hier ist Marketing, da drin, der Felix und die Elena. Genau, leider noch ein bisschen kahl hier an den Wänden, weil hier wird auch alles neu gestrichen und neu gestaltet. Genau, da drin ist unsere Einkaufsabteilung, da müssen wir mal ein bisschen leise sein. Hier wird hart verhandelt, sieht man hier. Die Saskia sitzt hier, leider 2 Grad nicht da, sind gerade in Asien unterwegs und genau, stellen uns vor, schauen sich Lieferanten an. Und dann wahrscheinlich auch eine unserer wichtigsten Abteilungen hinten hier und auch komplett verwaist. Aber auch wieder mal völlig zu Recht verweist, unsere Sales-Abteilung. Man sieht unsere Fahrräder, unsere Verleihflotte im Sales meistens vergeben, relativ leer. Und auch jetzt gerade sind alle in Kundengesprächen, deswegen oft nicht viel los hier oben. Aber genau, so haben wir hier alle wichtigen Funktionen in dem Stockwerk vereint. Zumindest was der noch etwas trockene Teil ist. Und dann würden wir uns noch aufgehen zur letzten Station zum Service, würde ich sagen. Da sitzen wir. Das ist tatsächlich aber nicht mal die komplette Mannschaft, sondern es fehlt sogar noch jemand. Wir haben noch einen Mitarbeiter, perspektivisch vielleicht auch ein paar mehr, in Nizza sitzen. Die machen dann den Service in den Sprachen Französisch, Italienisch und Spanisch. Genau so sieht's aus. Und also die wichtigsten Funktionen hier sind einmal natürlich das Helpdesk an sich, nämlich die Betreuung der Händler und der Endkunden selbst am Telefon. Und dann ist es unter anderem natürlich auch der Workshop, der unten im Keller ist, wo wir dann Dinge eben einfach reparieren und auch vor allem für uns auch ganz wichtig, den Dingen einfach auf den Grund gehen, was ist vielleicht kaputt. Aber auch die Qualifizierung und die Zertifizierung der Händler, das macht vor allem die Julia hier. Und auch das Zusammenstellen der Unterlagen, die Händler am Ende brauchen, um den Service auch vor Ort leisten zu können, den man vielleicht auch von den großen anderen gewohnt ist. Wir haben gerade eigentlich unsere ganz große Schulungstour wieder aufgesetzt und die beginnt jetzt dann. Olli, wann geht's los? Mit unserer Händler-Schulungstour möchten wir so viele Händler als möglich zertifizieren, weil wir sagen, die Investition ist es uns wert. Je besser die Händler geschult sind, desto einfacher wird es auch für uns im Servicefall danach. Und momentan sind wir bei 220 zertifizierten Servicepartnern in ganz Europa. Im nächsten Jahr planen wir aber schon mit einer Händlerzahl, mit einer zertifizierten von über 500. Und somit wird es dann auch für den Endverbraucher an sich einfacher, wenn er mal ein Problem hat, eben das Problem auch schnell lösen zu können. So, das wäre schon wieder das Ende von unserer Tour durch die heiligen Hallen bei Fazur. Hoffentlich hat es euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann checkt auch mal vielleicht unsere neuen Produkte aus. Wir haben eine App zusammen mit Komodule jetzt rausgebracht. Die findet ihr im App Store, könnt eure Fazur-Geräte mit der App koppeln. Habt einige tolle Funktionen. Dann haben wir eine Blende, das heißt mit einem Handgriff habt ihr von einem hier 13,5 Kilo schweren E-Hardtail auf einen unter 10 Kilo leichtes normales Rad umgerüstet.
Wir halten euch auf dem Laufenden, auf unserer Homepage, auf den Facebook-Seiten, auf unserer Instagram-Seite. Und wir würden uns freuen, wenn da die eine oder andere Nachricht zu uns durchkommt. Danke für den Besuch und bis bald. Ciao.